Ich habe einfach nicht gern Nachtdienst. Du bügelst auch nicht gern am Tag. Das stimmt, aber den Nachtdienst hat sie richtig. Die Nacht zu arbeiten bringt nämlich Unglück. Erzähl kein Mist. Siehst du das dort vorne? Da ist sicher ein Geist, ein Nachtgeist. Der bringt auch Unglück. Das ist wirklich Mist. Nein, es ist unheimlich. Ich halte auf jeden Fall nicht an. Pass auf! Was ist denn mit euch? Das ist ja Töffelhüle. Sind ihr eigentlich blind? Habt ihr mich nicht gesehen winken? Ihr müsst hinterher fahren. Die Fledermaus Rubina ist krank und braucht eure Hilfe. Stopp! Sie ist ganz schwach. Oh. Ich habe ganz viel Blut verloren. Wisst ihr, ob sich da in ein Spital hat? Zuerst musst du oben runterkommen. Dann nehmen wir dich mit. Gute Besserung! Ciao, Töffelhüle! Schauen Sie, Frau Mu, da Ihnen können Sie Blut spenden. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie mitmachen. Das ist für mich eine richtige Abwechslung, Herr Dr. Fieberbein. Es ist ganz einfach, Frau Mu. Sie liegen hier an und Clara nimmt Ihnen ein bisschen Blut ab. Aber doch mit einer Spritze? Sie müssen keine Angst haben, Frau Mu. Es gibt nur einen kleinen Pieks. Das Klärli hat recht. Sie merken die Spritze fast überhaupt nicht. Ich verspreche es Ihnen. Und nachher bringt Ihnen der Arthur zur Belohnung eine heisse Schocke und ein selber gemachtes Gutzli. Was? Nummer eins? Ja, Nummer eins. Sie machen das ganz prima, Frau Mu. Das ist ja ein ganzer Sack voll Blut. Das merken Sie wirklich nicht, Frau Mu. Und wir sind froh drum. Wir brauchen einen grossen Vorrat für unseren Blutkühlschrank. Weißt du, was ich gut fände? Wenn die Leute nachts einfach nicht mehr krank würden, dann müssten wir nie mehr aufstehen. Weißt du, was noch besser wäre? Wenn es so am Tag keine Kranken mehr gäbe, dann müssten wir gar nicht mehr bügeln. Ja, im Fall. Da hast du recht. Achtung, Rubina! Aber dann hätten wir gar keine Arbeit mehr und das wäre auch nicht gut. Spinnst, du darfst ja nicht anhalten, das ist ein Notfall. Ich habe nichts dafür, das Auto hat das von selber gemacht. Komm, wir gehen mal schauen. Gib mal hin. Oh! Ich hasse Nachtdienst. Moritz? Du musst aufwachen. Es ist Zeit für deine Spritze. Oh nein, ich will keine Spritze. Ich kann nicht gerne Spritzen, die tun mir weh. Was ist denn das für ein Lärm? Du wächst noch die ganze Station auf. Der Moritz hat ein bisschen Angst vor der Spritze. Er meint, es tut ihm dann fest weh. Das stimmt gar nicht. Spritzen tun überhaupt nicht weh. Schau mal an die Decke. Dort hat es einen rosaroten Hand. Siehst du, du hast doch fast nichts gespürt. Nein, ich glaub's nicht. Was die Leute immer für ein Theater wegen diesen Spritzen machen. Hoppla, wo ist das? Ich bin in einen Baum hineingelaufen. Wahrscheinlich doch einer rechts. Nachher vielleicht. Und ich habe gemeint, Fledermäuse sehen die Nacht besser als Bärenmutzen. Da sind wir ja endlich. Rubina, Clara nimmt dir jetzt ein bisschen Blut. Wir müssen nämlich zuerst deine Blutgruppen herausfinden. Oh nein! Ich habe Angst vor Spritzen. Also, kleine Rubina, Spritzen tut doch nicht weh. Was macht der rosa-rote Elefant an der Decke? Aua! Siehst, ich hab's dir doch gesagt. Was die Leute immer für ein Theater wegen einer Spritze machen. Könnt ihr mal mit ihnen reden, Chef? Später, Teddy, wir haben einen Notfall. Hast du das vergessen? AB plus AA minus Himbeeresirup. Himbeeresirup? Oh, Entschuldigung, Arthur, das ist mein Sphäre-Trink. Also, ich finde kein AB minus. Rubina hat aber eine seltene Blutgruppe. Ja, irgendwo muss es doch AB Blut haben. Hier im Blutkühlraum hat es auf jeden Fall kein. Und wenn es hier kein hat, wo soll es denn sonst haben? Warte mal, ich habe eine Idee. Was für eine? So. Das ist deine,
Das ist meine, das ist meine. Du kannst doch nicht einfach so gehen, Teddy. Ja, hey, gern tut dich genug. Er hasst den Nachtdienst, wissen Sie? Ich hasse den Nachtdienst. In der Nacht will ich schlafen. Ja, aber wir können doch in der Nacht nicht einfach zumachen. Ein Spital muss immer offen haben. Das Klärli ist am Telefon. Ein Notfall. Ich muss sofort ins Labor. Hey, Moment. Was ist mit meiner Kündigung? Über das reden wir später. Rubina muss sofort Blut überkommen, sonst wird sie fest krank. Wir haben kein passendes Blut da. Und darum hat Klärli eine Idee gehabt. Ja, vielleicht hat einer von uns die richtige Blutgruppe. Einer von uns? Ja, genau. Und darum nehmen Arthur und ich jetzt jedem von uns ein bisschen Blut. Dann finde ich mir das schnell raus. Drücken den Daumen, dass es klappt. Gut, Dr. Fieberbein, ich fange gerade mit Ihnen an. Rollen Sie Ihre Ärmel hoch. Wieso? Gibt es ein Problem? Nein. Ja? Es ist nur, also eben, ich habe Angst vor Spritzen. Es tut nämlich weh. Erzählen Sie kein Blödsinn, Dr. Fieberbein. Das tut doch nicht weh. Das sagen Sie einmal selber. Was macht der rosa-rote Elefant? Auf den dummen Trick gehe ich dann etwa nicht rein. Es tut weh, das weiss ich ganz genau. Also gut, dann beiß ich halt in den sauren Äpfel. Stechen Sie zu. Ich bin doch schon längstens fertig. Aha. Gut. Was die Leute immer für ein Theater wegen diesen Spritzen machen. Kommt, Kollegen, rollt eure Ärmel an. Ihr kommt auch dran. Es ist einfach hoffnungslos. Niemand im Spital hat der Rubina ihre Blutgruppe. Weißt du mit den Teddys? Das wäre doch eine letzte Chance. Ich hoffe nur, dass sie noch da sind. Ja, die haben wahrscheinlich gar keine Blutgruppe. Die haben viel eher eine Schlafgruppe. Hallo? Bingo! AB minus, der Rubina ihre Blutgruppe. Danke vielmals, Teddy. Da hilft der Rubina. Und zur Belohnung kommst du eins vom Arthur seiner selber gemachten Gutsli über. Nummer eins. Die Rubina ist ja immer noch krank. Aber die Blutgruppe stimmt doch? Ja, aber es langt noch nicht. Und weisst du mit dem Teddy sein Brüder? Keine Chance. Der andere Teddy, der hat doch keine Blutgruppe. Der hat bestimmt eine Schlafgruppe. Wo ist er überhaupt? Ihr weht mein Blut. Geht nicht, ja, kündigen. Du, Teddy. Wenn du uns dein Blut gibst, dann bekommst du von mir ein Schokigutzli. Was? Um eins? Also gut, dann halt zwei. Ich lasse mich doch nicht mit Schokigutzli erpressen. Ich gebe dir 10 Gutzli. 10 Gutzli? Gut. Heute wird's richtig schön. Das wird unseren Patienten gefallen. Guten Morgen, Dr. Fieberbein. Hat ihr einen Moment Zeit für mich? Gern, Teddy. Ich muss nur noch zuerst schauen, wie es der Rubina geht. Oh, mir geht's viel besser. Danke vielmals, Teddy. Ihr habt mich gerade zweimal gerettet. Das stimmt. Ich schliesse mich dem Dank an. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. So, und jetzt zum Problem. Also, ich hatte ein Ding. Also, ich wollte eigentlich ja künden, aber also, wegen der Rubina da habe ich gemerkt, dass sie mich da im Spital richtig brauchen. Also, ohne mich ging ja überhaupt nichts. Ohne ihn würde ich wirklich gar nichts gehen. Ja, und darum bleibe ich da. Schwester Kitty, ein rosa Elefant, komme ich jetzt wieder in Spritzen über. Du musst noch ein bisschen Geduld haben, so wie die anderen Patienten auch. Also, danke noch mal vielmal, dass du bei uns bleibst. Ich? Ich wollte doch nicht fortgehen. Das ist doch, nein, das war mein Bruder. Ich? Fortgehen? Nie im Leben. Das war definitiv mein Bruder.